Oder zumindest jetzt halt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es aufteile, aber. Hi. So. Glöckner von Ohrstradam. Na, komm mal ran auf den Meter. Auf geht's. Zeig dich! Ja. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Ah, das war's schon. Nice, okay, cool. Die haben wir komplett rausgeblockt. Ja, geh weg. Und danke, dass du da warst. Grüß. So. Also. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ja, 8S, verpiss dich doch. Was bist du für ein Scheißbogen? Ich meine. Ja, die Hüterin der Zeit. Also, ich meine, wir haben die ja einmal mit dem Bogen probiert, gnadenlos versagt. Und ab da haben wir sie halt immer mit dem Schwert gemacht. Und dann dachte ich mir halt so, hoppala, was ist, wenn du eigentlich ein bisschen mehr parieren würdest, mein Junge? Dann könnte das doch hinhauen. Ja. Und zack, es haut mir hin. Ja. Das dachte ich mir vielleicht optimistisch, wie ich bin, bei der rechten Hand des Königs auch, aber nee. Ja. Und da dachte ich mir, yo, jetzt eiern wir mit dem Titan-Töter wieder richtig rein. Und was habe ich bekommen? Wieder arschvoll. Zweimal, also seit dem Astrolab zweimal von der Hand des Königs den Arsch voll bekommen. Das gefällt mir nicht. Bin ich ehrlich. Finde ich gut. Aber wahrscheinlich hätten wir auch unsere Modifikation. Oh. Oh nein, wisst ihr, was ich jetzt erst merke? Ich merke jetzt erst, dass ich die falsche Modifikation hatte. Warum hat denn keiner was gesagt von euch? Was soll denn das? Ich glaube, ich hatte die falschen Modifikatoren drin. Aber wie viel wird mir da gleich entgegengeschmissen? 7 Gegner auf den ersten 5 Metern oder was? Was ist hier los? Ich glaube, ich habe die falschen Modifikatoren drin gehabt, oder? Kann das sein? Das kann wohl sein, gell? Scheiße. Wenn das. Na. Lass mal gut sein, bitte. Danke. Du machst einfach den da rum mit Stress und gut ist. Danke. Haben wir jetzt in eine Sackgasse reinmanövriert, oder was? Toll. Das habe ich schon mal wieder super hinbekommen, ne wahr? Scheiße. Okay, egal, dann gehen wir einfach mal da rein. Das müssen jetzt die zwei Ninjago-Typen sein hier. Ja, Maul halten. Ja, das ist alles schön und gut mit 15% Schaden weniger und so, aber. Nee, du hältst dein Maul, bitte, danke. Danke. Oh, der nächste. Ja, jetzt ist gut. Aus. Gut, danke schön. Oh, da kommt mal her. Danke. Schlüssel her. Perfekt. 20 Gegner ausgeschaltet. Boom. 21. Ah. Soll der ist halt schon wieder in sein Boot gelaufen. Ist ganz komisch manchmal. Also, verstehe einer manchmal die KI, aber ich verstehe sie nicht manchmal. Also manchmal überhaupt nicht. Das ist der wiederholt, dieser Bombertyp, wiederholt in sein Boot gelaufen. In die Stacheln rein. Verstehen. Egal. Will mich nicht beschweren, passt ja soweit. Solange es für mich Kids sind, passt das alles ganz gut. Ne? So, nochmal, jetzt schon 32. So, jetzt gehen wir aber nochmal darüber. Jetzt wollen wir die Geschichten mal von hinten auf. Also wir haben auch noch keine 30, aber wir haben es ja in der letzten Episode auch schon, also im letzten Run, haben wir es ja auch schon auf die 60 geschafft. Ich nehme mal an, dass es hier einfach nochmal klappen kann. 30 haben wir ja jetzt schon.
jetzt hier einen geheimen Bereich, irgendwas? Ja, tatsächlich gibt es das, aber... Hey! Hey, was ist denn das für ein geschissener Geheimbereich? Hey! Lass mich doch da rein. Wo bin ich denn? Komme ich da nur mit meinem Kürbis hin? Okay, na egal, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, nehmen wir mal, falls wir brauchen. Aber ich denke mal eher nicht, dass wir brauchen, weil wenn wir hier mal auf 60 durchgehen wollen, wird halt alles sehr knapp. Ätzen die Wolke, ja, das war mal früher ganz amüsant, wo es noch der Schwierigkeitsgrad normal war. By the way, das war halt Real Talk, naja, verkauf's halt einfach. Das war halt wirklich der erste, oder das war der Goldgegenstand, wo ich hatte, weiß ich nur ganz genau, wo ich das allererste Mal den Endboss gelegt habe. Ja, war schon ein gutes Gefühl. Und wie gesagt, der Albtraum hat ja danach erst angefangen. Na komm, mach den Stress. Boah, schön. It's a triple. Sehr schön. Und dafür jetzt die Scheiße hier. Ah, okay, ein Bogen noch. Ja, nee. Stimmt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, jetzt müssen wir den Titanentöter uns holen. Ja, den Titan, ich sage immer Titanentöter, den Riesentöter. Den müssen wir uns jetzt hier in diesem Level besorgen. Und da kommt er jetzt raus. Yo! Yo, nennt ihn Hellseher Lazy oder nennt ihn wie ihr wollt. Ja, aber das Ding, das nehmen wir definitiv mit. Und das wird uns zum Sieg verhelfen. Ein 10S. Zweimal grün. Perfekt. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. An alle, die wo mir nicht glauben, dass ich hier nachkommentiere. Das war ein Scherz. Bitte glaubt das nicht. Ich würde das. Wir wollen das. Ey, das war echt frech knapp, Junge. Wir wollen, dass es nachkommentiert ist. Ah, da hat's geknallt, Alter. Richtig heftig. So. Bumm, da knallt es auch. Dann mal Pre-Aim hier. Oh. Nice. Oh, der hat auch noch gesessen. Und der hat auch. Der war auch. Aua. Die ist auf 33 grün. Es ist richtig gut. Und ich dachte schon, dass wir letzten Run gut dran sind. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Gut. So, jetzt beschwören wir erstmal unseren Pilzi. Dass er uns hier schön helfen kann im Zweifelsfall. Aber den räumen wir zuerst so ab. Perfekt. Na komm, Pilzi, mach Stress. Danke. Ah, na. Ja, aber hat gereicht für ihn. So. Perfekt, das war eine saubere Links-Rechts-Kombination gegen seinen Kopf. Perfekt, ja, perfekt. Pilzi, wo bist du, mein Freund? Pilzi, rein! Jawohl, setzt Explosion ein und bekommt recht damit. Was gibt's hier unten noch? Ah, es war eine Tür. Alles klar. Die böse Tür, die haben wir auch gekillt. Und raus hier. So, jetzt sind wir. Alles klar, der nächste. Um noch einer. Kriegen wir bisher alle gefressen. Ah. Ah. Danke. Ah, okay, Pilzi. Komm, mach mal Stress, danke. Oh, zwei Stück fehlen noch. Freunde, zwei noch. Dann haben wir die magische 60. Oh, oh. Oh, oh. Und einer davon ist so ein Hund. Bekommen wir aber hin. Finde ich sehr gut. Was hat er dabei? Der hat auch ein Pergament der Macht dabei. Das ist ja heftig. Leute, wir haben 34 Grün. Nee, mein Gott, scheiße. Oh, und das waren die 60. Ja, aber ist klar. Ja, okay, wurscht. Wir konnten es vereideln. Egal, was er vorhatte, wir konnten es auf jeden Fall vereideln. Das passt. So, jetzt kommen noch unsere zwei Ninjas. Treffen wir jetzt auch noch. Ja, der Weiche einfach.
Oh. Und dieser eine Hit, der macht halt so viel Impact. Das ist halt echt heftig. Ja, aber kein Wunder, ich glaube wirklich, dass uns halt die richtige Mutation gefehlt hat. Also man tauscht ja normalerweise nochmal seine Mutation kurz vor Schluss. Und zwar so, dass man halt dieses Munitionsding halt wegnimmt. Oh, Elite-Dämon, ja, der gefällt mir jetzt halt überhaupt nicht. Oh, ja. Oh, sehr gut, dankeschön. Komm, gefällt mir auch nicht. Unsere zwei Ninjas, habe ich gesagt. Die meinen natürlich den Stacheldude hier. Ah, und tschüss. Ganz easy. So, hätten wir den auch gekehrt. Bin schon auf den 60 Hits, aber ich möchte gerne trotzdem, wenn es geht, nochmal einen Gegner mit dem Stern auf den Kopf erwischen. Komm, mach Stress. Ich danke dir vielmals. Sehr schön. Auf die Pilzis ist einfach verlassen. Das finde ich halt so gut. So, was gibt es hier oben noch zu sehen? Na, hier gibt es den Bonus. Den wollen wir wahrscheinlich heute in diesem Dead Cells Leben nicht mehr erreichen. Ah, nee, gut, passt. Auf dem Shop hätte ich mir jetzt eh nichts gekauft, bin ich komplett ehrlich. Oh, da unten gibt es nochmal grün. Und da liegt noch ein Titantöter. Und da unten ist ein Gegner. Was macht denn ein Gegner da? Also, da unten? Was macht der da? Okay, das sind jetzt noch ein paar Geheimnisse, denen wo wir auf den Grund gehen müssen, habe ich so das Gefühl. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen ermitteln. Ermittlungsarbeit. Ja, ganz ehrlich. Ja, der wird weggeboxt. Nein, so einfach wird es nicht gehen. Wir holen uns eiskalt Punkt Nummer 35. Ja, okay. Also vom Gefühl her. Oh, mach Spaß, danke. Also so vom Gefühl her. Wir sind jetzt. Wow. Ah, ja, ist 9. Ja, aber nein, ich habe unseren perfekten schon gefunden. Den wollten wir auch nicht mehr irgendwie kaufen oder so, sondern den hatten wir ja schon. Da unten liegt er, ja. So, also wir gehen dann unter. Ja, hier haben wir Special Room. Oh, den kennen wir gar nicht, Pflanzen. Ein Haufen Salzhorn. Die erstaunlich duften. Ja, okay, gut. Forschungsnotizen. Die jüngste Kreuzung war ergebnislos. Die dem Freiwilligen verabreichten Extrakte erschufen nur ein unförmiges Monstrum. Halb Mensch, halb Pflanze. Die Testperson hat es nicht überlebt. Das sind jetzt quasi so versteckte Hints aufs DLC. Nice, okay. Ja, finde ich geil, dass sie von den Punkten, wo man von der Hauptstory was hätte finden können, dass sie da noch was wegnehmen. Oder halt was wegnehmen, ist ja Bullshit. Dass sie da noch was hinzufügen, finde ich mal richtig gut an der Stelle. So. Was haben wir noch vor? Wir müssen noch dieses eine Mysterium da drüben lösen, habe ich so das Gefühl. Und das da unten. Ah, okay, das liegt vielleicht daran, weil hier ein geheimer Gang ist. Okay, nice. Was macht der hier unten? Ah, ja, danke. Was hat denn der da unten gemacht? Sag mal, hat er da was verloren? Hat er deshalb danach gesucht? Oder nach irgendwas gesucht? Ja. So, ich bin aber langsam kommt dann doch die Anspannung durch. Genau wegen sowas. Ja, aber es hat aus irgendeinem Grund gereicht. Heißt, die beschweren mich nicht. So, wir bewegen uns jetzt. Ach, da geht es ja zum Ausgang. Da ist noch unsere Rolle, die uns noch fehlt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal zum Ausgang und teleportieren uns, weil dann müssen wir jetzt hier nochmal nicht die Strecke nochmal laufen. Wenn ich das richtig sehe. So, runter da. Rüber. Komm, lass mal laufen. So, perfekt. Eventuell hat dieser Gegner noch ein Sternchen über dem Kopf. Nein, hat er nicht. Macht nichts. Das gibt trotzdem das hier. Aber wenigstens noch mal eine Seele extra. Wir beschweren uns nicht. So, und jetzt gehen wir zur Titanhütterung. Jo. Und der ist es. Der ist es. Hast du gehört? Der ist es. So. Oh.
auf, danke, bitte, danke, tschüss. Ja, geschützt, alles gut, das alles gut. Ah, das wäre halt auch interessant, vielleicht die Eisrüstung. 36 haben wir. Boah, die ist halt 9, das sind 225 extra Schaden. Und damit könnten wir uns halt vor einem Hit schützen. Ja, das sind jetzt 75% mehr Schaden. Und das ist, ihr seht es hier original, der Pilzimpf, der ist jetzt von Level 1. Das ist den, wo ich aus der Röhre gezogen habe. Also heftig. Wir haben jetzt das Eisding, wo uns vor allem Angriff schützt. Außer wir lösen es natürlich vorher aus. Das ist halt auch gut. Will ich jetzt mal einfach so behaupten. Stopp, was habe ich hier gesehen? XS. Oh, leck, was macht er? 20%. Oh Gott, der ist ja noch besser. Boah, der ist sogar noch besser. Boah, krank. Krank, der ist noch besser wie den, wo wir gerade haben. Also, Freunde, also ich weiß ja jetzt nicht, aber wenn man jetzt da nicht durchkommt, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss, dass wir da durchkommen. Dann weiß ich es einfach nicht. Bin ich ehrlich, weil ja, also das ist jetzt 36 grün. Ich habe die Modifikation schon wieder nicht umgeändert. Ich dummer Trottel. Das darf doch nicht sein, du. Aber hoffentlich wird mir das jetzt nicht zum Verhängnis, weil sonst... Okay, da sind jetzt schon zwei Heilungen. Wir tanken einen Hit. Boah. Komm, scheißegal wie, jetzt wegmachen. Haben wir jetzt mit einem HP überlebt, oder? Haben wir mit einem... wäre aber meine Schuld gewesen, komplett, weil... Ja, 2500, aber ich glaube, wir hatten im letzten Moment ein HP. Das gibt wieder ein geiles Thumbnail, das weiß ich ja jetzt schon. Scheiße. Oh Gott. So. Ich denke, das werden zwei Folgen sein, meine lieben Freunde. Da werde ich mich mal hier von an dieser Stelle mal von euch verabschieden. Und dann sehen wir uns. Weil da mache ich nochmal ein Intro für 5 Bosszellen, Astrolab. Meine lieben Freunde, wir sehen uns da. Macht's gut, haut rein und bis dann. Tschüss.